der Verantwortung gerecht werden wollt, ob ihr es versuchen wollt, mit eurem besten Willen, mit eurem besten, was ihr tun könnt, und vor allem mit Gottes Hilfe gerecht zu werden, dass ihr gute Eltern sein wollt für euren Elia, dass ihr ihn pflegen wollt, dass ihr ihn bewahren wollt, dass ihr ihn schützen wollt, dass ihr ihn erziehen wollt und dass ihr vor allem Vorbilder sein wollt im Glauben. Und wenn ihr das wollt, dann dürft ihr gerne antworten mit Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Und ich bin richtig mit dem Paten ausgewählt, die so ein bisschen ja, da drin sein dürfen, wenn ihr vielleicht mal nicht könnt oder es vielleicht auch Themen gibt, die ihr gerne mit anderen Leuten besprechen möchte. Und das ist total wichtig, dass man außerhalb der Eltern noch etwas Vertrauenspersonen hat. Und ich freue mich, dass ja direkt drei Paten da sind. Und ich frage euch als Paten, wollt ihr auch für ihr da sein? Wollt ihr ihn einfach beschützen? Wollt ihr ihn stärken? Wollt ihr ihn erziehen? Wollt ihr für ihn da sein, wenn die Eltern vielleicht mal nicht können? Und wollt ihr auch Vorbilder sein dürfen? Im Leben, im Glauben, für das, was ihr einfach ihm mitgeben wollt. Dann dürft ihr auch antworten mit Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Und ich finde es schön, dass wir heute so viele sind und einfach als Gemeinde zusammenstehen dürfen. Denn es ist was Einziges, wenn man allein in der Familie ist und was ganz anderes, wenn man in einer großen Gemeinschaft ist. Und es ist immer wichtig, dass eine ganze Gemeinde dahinter steht. Und so will ich auch uns mit einbeziehen als Gemeinde, die wir gerade hier sind, dass wir auch der Verantwortung bewusst werden, die wir haben. Dass wir Elia, aber auch die Eltern und die Paten unterstützen wollen. Und wenn wir das wollen, als ganze Gemeinde, so würde ich auch uns auffordern zu sagen, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, ja mit Gottes Hilfe. Und so will ich dich segnen in dir. Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich freue mich richtig, dass ihr jetzt mit Tobi noch mit uns und für uns beten wollt. Ihr dürft euch gerne stehen bleiben, sitzen, wie ihr wollt, und ihr dürft gerne anfangen. Herr, wir bitten dich, hilf seinen Eltern, seinen Paten und allen, die ihn auf seinen Lebensweg begleiten.